Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier vom Wismarer Marktplatz. An meiner Seite wieder Thomas Bayer, unser Bürgermeister. Herr Bayer, in Wismar haben wir den ersten Todesfall durch den Coronavirus zu beklagen. Wie verhält sich die Stadt in einer solchen Situation? Ja, das ist eine traurige Nachricht und ich habe deswegen auch heute öffentlich mein Beileid ausgesprochen. So eine Nachricht erschüttert uns immer, auch wenn wir schon aus vielen anderen Regionen von Todesfällen gehört haben. Wenn es denn so nahe rückt, dann ist es doch nochmal auch etwas anderes. Und ich wünsche der Familie, den Angehörigen, den Freunden jetzt in der nächsten Zeit viel Kraft und hoffe auch, dass sie sehr viel Beistand erfahren werden. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass das Coronavirus angekommen ist, auch in Nordwestmecklenburg mit aller Macht, auch in Wismar. Was für Konsequenzen werden daraus gezogen, wenn es sozusagen einen Todesfall gibt? Ist doch ein härterer Einschnitt als nur eine normale Infektion. Also ich glaube, angesichts eines solchen Todesfalls gehört es sich jetzt erstmal wirklich nur zu kondolieren und den Fall an sich nicht für irgendetwas zu instrumentalisieren. Das will ich da voranstellen. Das Coronavirus ist ja bereits durchaus vorher hier angekommen. Es gab schon eine größere Zahl von Infizierten. Heute ist die Zahl offiziell auf 34 angestiegen. Und ich glaube, es gilt das nach wie vor, was auch vorher schon galt. Das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, nämlich dass wir die Regeln, die festgelegt worden sind, auf dem Verordnungswege, auf dem Erlasswege, wie auch immer, dass die einzuhalten sind. Und das wird auch in den nächsten Tagen so sein. Festgelegt ist ja bis zum 19.04. und das ist auch richtig so. Viele Reaktionen, die wir kriegen, auch über Facebook, die sagen da sicher natürlich, letztendlich sterben bei einer normalen Grippe auch Menschen. 2017, 2018 waren es 25.000 in Deutschland. Was unterscheidet den Coronavirus nochmal aus Ihrer Sicht von einer Grippe? Also ich glaube, wir sollten uns vor jeglicher Form von Relativierung wirklich schützen. Dieser Virus ist einfach gefährlicher. Das zeigen ja auch die Zahlen, die wir aus anderen Ländern bekommen, weil doch eine größere Zahl dann immer prozentual gesehen an Schwerstfällen auftreten. Und es sind besondere Risikogruppen natürlich da betroffen. Und insofern ist dieser Vergleich mit der Grippe einfach nicht angemessen. Nun gehen wir auf das Osterfest zu. Viele Wismarer freuen sich auch darauf, vielleicht sich mit Familienangehörigen zu treffen, die weiter weg wohnen. Wie ist Ihr Ratschlag, wie ist Ihr Hinweis auch für diese freien Tage, für diese Ferientage, wo man vielleicht genau das möchte, sich in Familie treffen? Ja, das ist so. Das Osterfest ist ein Fest, zu dem man sich trifft, zu dem man sich gegenseitig einlädt, zu dem die Familien dann miteinander feiern. Manchmal kommen sie dann auch von weiter her. Aber in diesem Jahr ist es anders. Und in diesem Jahr bitte ich alle, genau das zu unterlassen. Also nicht Ostern auf diese Art und Weise zu feiern, keinen Osterreiseverkehr damit zu erzeugen. Egal, ob man aus der Ferne oder aus der Nähe kommt. Das werden wir einmal überstehen. Das ist dann so im Jahr 2020. Im nächsten Jahr wird es anders sein. Aber in diesem Jahr gilt dieses Verzicht, weil wir damit ansonsten neue Infektionsketten eröffnen könnten. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Und deswegen meine große und inständige Bitte wirklich an alle, dieses zu unterlassen, in diesem Jahr zu verzichten, im Sinne von uns allen. Das ist das angemessene Verhalten im Jahr 2020 zu Ostern. Letzte Frage nochmal. Das öffentliche Leben wird ja aufrechterhalten. Wir sehen hier im Hintergrund den Markt auch in der Hansestadt Wismar. Was für Herausforderungen muss da die Stadtverwaltung und natürlich die Behörden auch meistern? Was sind da die Aufgaben, die tagtäglich anstehen, die letztendlich Mitarbeiter auch fordern?
Also das eine ist natürlich, dass wir auch mit kontrollieren, in Absprache auch mit dem Kreisgesundheitsamt. Das geschieht auch regelmäßig. Wir konnten feststellen, das ist die Rückmeldung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es so gut wie keine Verstöße gegen die Verordnungen, gegen Schließungen zum Beispiel und so weiter gibt. Das finde ich ist ausgesprochen erfreulich. Ansonsten halten wir unseren Betrieb natürlich insofern aufrecht, dass wir dann auch weiter ansprechen. Sind natürlich eingeschränkt, weil es diesen Publikumsverkehr in der Verwaltung nicht gibt. Und was mir auch wichtig ist, da wo es irgendwie möglich ist, versuchen wir unsere Projekte weiter voranzutreiben. Natürlich werden wir auch weiter Aufträge vergeben, unser Baugeschehen, sofern es irgendwie möglich ist, und das läuft bis jetzt relativ gut, auch weiter aufrechterhalten, damit jetzt nicht der totale Stillstand hier einkehrt. Herr Bayer, vielen Dank an dieser Stelle für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns in Corona-Zeiten hier vom Marktplatz in Wismar melden. Vielen Dank fürs Zuschauen.